Das also die Bilder vom Totentanz von Niklaus Manuel mit der Hintergrundmusik von unseren zwei Musikanten hier im Studio. Der mit dem Dudelsack ist der Urs Klauser. Ihr habt den Dudelsack nachgebaut nach der Darstellung von Niklaus Manuel. Ist denn das Instrument früher in der Schweiz auch heimisch gewesen? Ja, das Instrument hat es auch bei uns gegeben, wie in ganz Europa. Und es ist allerdings dann im 16. Jahrhundert nach und nach ausgestorben. Man kennt es heute praktisch nicht mehr. Und ich habe eben die Darstellung von Niklaus Manuel gebraucht, um das Instrument zu rekonstruieren. Und das funktioniert ja recht gut. Der zweite Musiker ist der Urs Hostetler. Er ist Fachmann, wenn man so will, für historisches Liedgut. Jetzt gibt es ja nicht nur Totentanzbilder, es gibt auch Totentanzlieder, es gibt sogar Theater. Mhm. Ist der Totentanz in selber einer Zeit denn so beliebt gewesen? Es gibt sehr viele Totentänze. Oh. Man kann sich fragen, warum. Wahrscheinlich auch, weil der Tod viel näher war. Im Totentanz hat der Tod immer alle Leute der Reihe nach ab. Und dann hat es halt viel plötzlicher können sein. Man muss immer viel mehr damit rechnen, dass der Tod irgendwie zuschlägt. Der Strassenräuber oder der Blindarm oder in den Stechfliegen. Jetzt, was sollen die Totentanzlieder, was hätten die für eine Funktion gehabt? Denn? Der Tod hält alle ab. Und was die Aussage ist, ist meistens ein gewisser Trost. Der Kaiser oder Papst oder König, die hält den Schampen brutal ab. Und nachher bei den Armen, das ist der sehr sachte, der Tod. Das ist jetzt in dem Lied, das wir jetzt werden singen. Das altschweizische Totentanzlied, da kommt das so schön vor. Es geht so abwärts. Und der Tod wird immer netter. Der Urs Hostetler hat es gesagt, die beiden Musiker spielen am Schluss noch ein Totentanzlied, am Schluss von unserer Sendung. Ich danke fürs Zuschauen und für Wiedersehen miteinander. Der Bittertod bin ich genannt, in aller Welt ganz wohl bekannt. Tun alle Welt durchziehen, wo ich komm an, muss alles dran. Kein Mensch kann mir entfliehen. Dem Kaiser tritt ich vor sein Thron und riss ihm von seinem Haupt die Kron. Wann er mit mir wollt stritten, nehm ich ihm bald sin Macht und Gewalt. Riss ihm das Schwert von der Sitten, Markgrafen Ritter insgemein, die reichen Herren groß und klein, die mühen sich vor mir bucken, ihr Helm und Schild bei mir nichts gilt, schlag alles in tausend Stocken, dem Doktor ist sin Zeit auch stimmt, wann er schon ein Purgatzi nimmt, nehm ich ihm doch das Leben, der Wurzeln Kraft und Krütersaft hilft nichts, ist als vergeben. Jungfräulein sind mir nicht zu fein, ich dämpfe ihren Hoffartsschien, tun ihren Mut will stillen, ihr stolzer Gang währt nicht mehr lang, zum Grab müssen's bald eilen. Der arme Mann mit Weib und Kind, mit schwerem Schweiß sein Brot auch gewinnt, ist gar wahr überladen, ich zieh ihn ab, leg ihn ins Grab, ist kühl, mag ihm nicht schaden.